Lukas Show, heute mal in einem anderen Format. Mir wurde ein Video vom Investment Punk zugeschickt mit dem Thema Immobilien kaufen USA. Lohnt sich das? Und da wurde ich gebeten, mal Feedback dazu zu geben. Gleich vorab, ich habe das Video bereits geschaut und naja, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll mit korrigieren. Ich hätte das Ganze jetzt auch in einer mega langen Kommentarliste aufbereiten können, aber ich glaube, in der Form mit diesem Reaction, da bin ich, glaube ich, schneller. Also im Normalfall mag ich keine Reaction-Videos, weil es wirklich lazy Form of Content ist. Also, aber in dem Fall kann ich nicht anhalten. Da müssen wir einfach mal drüber sprechen. Um dieses Video geht es. Schauen wir es uns an. Heute geht es genau um das Thema Immobilieninvestments in den USA. Wie kauft man in Amerika Immobilien? Was sind die Bedingungen des Marktes? Was ist anders als in Deutschland? Und sicherlich für manche Leute, die sagen, ich investiere in so obskuren Gegenden wie in Nordzypern oder vielleicht in Dubai, kann es durchaus Sinn machen, auch die USA als Immobilienmarkt ins Auge zu fassen, weil natürlich die USA trotzdem die Volkswirtschaft Nummer eins ist und Punkt. sicherlich deutlich weniger politische Risiken hat als beispielsweise die vorgenannten Märkte. Hallo Daniel. Hallo Gerald. Servus Publikum. In den USA haben wir im Gegensatz zu Europa ein sehr hohes Wachstumspotenzial. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass sich die Bevölkerungszahlen von diversen Städten verdoppeln. Steile These. Welche Stadt verdoppelt sich? Ich hoffe, das kommt noch. Innerhalb von 10, 15 Jahren. 10, 15 Jahre. Philadelphia hat 6,5 Millionen Einwohner innerhalb von 10 Jahren auf 13. Oder nehmen wir New York? Oder nehmen wir LA? Welche Stadt verdoppelt sich denn in den nächsten 10 Jahren? Da bin ich gespannt. Wehe, es kommt Austin. Aber auch halbieren, also das gehört auch dazu. Also die Risiken sind sicherlich auch höher. Was sind mal die Unterschiede zum europäischen Immobilienmarkt, also zu Deutschland oder Österreich? Was sind da die großen Unterschiede? Gibt es ja verschiedene Dinge von höheren Zinsen, Bauweise, Wetterextreme, Grundsteuer. Was sind so die wichtigsten Also, Punkte? einer der wichtigsten Punkte ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass es in Amerika wirklich ein Markt ist. Ein Markt, der fast schon börseneffizient funktioniert. Das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Es geht sehr schnell. Zweiter Unterschied ist, man hat natürlich immer sowohl sehr viele Angebote als Käufer, als auch natürlich immer sehr viel Konkurrenz. Das nennt man Markt. An einem Markt sind mehrere Marktteilnehmer und das heißt mehrere Angebote. Das nennt man Wettbewerb, also Markt. Ist das so was Neues auf dem europäischen Immobilienmarkt oder für den Investor? Verstehe ich nicht. Also man muss sich so vorstellen, man ist in den USA auf einem doch sehr harmonisierten Kontinent, kann man sagen, mit 300 Millionen Menschen im Wettbewerb. Genauso wie man in Deutschland im Wettbewerb mit 82 Millionen anderen Menschen steht. 82 Millionen Deutsche kaufen nicht 82 Millionen Immobilien, genauso wenig kaufen 300 Millionen Amerikaner 300 Millionen Immobilien. Selbst wenn man es auf einen Bundesstaat reduzieren würde, ist in der Regel die Konkurrenz einfach viel stärker als in Europa, Er ist wohl keine Konkurrenz gewöhnt. als in Österreich. Jeder, der in Österreich regelmäßig Immobilien kauft, kennt das. Man kann sich da mit den Maklern viel ausmachen. In Österreich machen sich viele viel aus, ne? Scheint mir. Das hat auch der Böhmermann auch gezeigt mit Ibiza. Da haben sich auch ein paar Jungs was ausgemacht gehabt. Wohnungen reservieren. Wohnung reservieren, schön. Siehst du? Dafür gibt es hier in den USA einen Markt. Dafür gibt es sogenannte Transparenz. Das heißt, du kannst genau sehen, was wo wie am Markt ist und was nicht. Aber hey, ganz klar, es gibt auch sogenannte Pocket Listings. Also Pocket Listings heißt, nicht jedes Haus, was verkauft wird, schafft es auch auf den Markt. Das ist einfach, bevor es auf den Markt kommt, schon weg. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn es einmal auf dem Markt ist, dann ist alles transparent, wer was, wann, wo, wie. Also normal eben, wie in einem normalen Markt eben, oder? Rennt auf der zwischenmenschlichen Basis auf. In Amerika ist es einfach viel schneller und effizienter. Der Preis, der inseriert ist, ist in der Regel ein Ausrufpreis, ein Mindestpreis. Ja, Invitatio et orandum, Einladung zum Angebot. Und dann fangen die Leute zum Bieten an. Nee. Wenn ich jetzt mal das Portfolio überblicke, wir haben noch nie mehr als den geforderten Preis bezahlt, oder? Gibt's nicht. Gab's bisher nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied zu Österreich, Deutschland, wo eigentlich der Inseratspreis in der Regel der Zielpreis auch ist. Ja, und im jetzigen Markt. Naja, das ist ein Wunsch, ne? Wenn sich der Verkäufer diesen Preis wünscht,
Wünschen kann ich mir viel. Ob ich es kriege, ist die andere Frage. Also ist das so? Sogar die Preise 20% unter Inseratspreis. Ja, genau. War das jetzt gerade Beavis und Butthead? Warte nochmal. Sogar die Preise 20% unter Inseratspreis. Ja, genau. was auch interessant ist, Stichwort Makler. Man zahlt als Käufer in der Regel keine Maklerprovision. Wenn ich diese Phrase höre, dann geht mir da schon wieder irgendwie das Klappmesser in der Hosentasche auf. Also ja, es ist richtig. Die Transaktion hier in den USA ist so, dass der Verkäufer beide Makler bezahlt. Das heißt, es gibt einen Buyer's Agent und einen Seller's Agent. Aber wenn beide 3% kriegen, also in Summe 6, was macht denn dann der Verkäufer, wenn er es sowieso bezahlen muss? Na klar, preist er das mit ein. Das heißt, summa summarum, du zahlst eh beide Makler mit, weil das kommt auf den Angebotspreis bzw. auf den Kaufpreis obendrauf. Ja, du zahlst nicht direkt, du zahlst ihn indirekt, aber du zahlst ihn. Weil du bist der, der mit dem Geld zum Closing kommt, also zum Bezahlen kommt. Du bringst das Geld mit und du bringst auch das Gehalt für den Makler mit und du bringst auch das Gehalt für den Verkäufermakler mit. Also, so what? Diese Aussage, das, hier zahlst du deine Makler nicht, ist ja dünn. Die zahlt der Verkäufer. Und es ist auch so, du hast immer die Möglichkeit, alle Immobilien, die in einer Umgebung angeboten werden, mit deinem Makler anzusehen. Es hat jeder seinen Makler, also es gibt einen Buyer's Agent und einen Seller's Agent. Das kann man auch in Personalunion machen. Das ist in einigen Staaten nicht erlaubt, dass der Buyer's Agent und der Seller's Agent dieselbe Person ist. In Pennsylvania, wo wir hier investieren, ist das erlaubt. Und da hat der Verkäufermakler dann ein besonderes Interesse, besonders lieb zu dir auch als Käufer zu sein, weil er wird dich nämlich auch vertreten. Kleines Schmankerl. Also Käufer und Verkäufer haben beide ihre Makler. Oder denselben. Die über alle der Verkäufer bezahlt. Ja. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich schaue mir diese Immobilie an, dieses Maklers, dann macht mein Makler einen Termin mit diesem Makler aus und es gibt somit keine Einschränkungen. Ich kann nicht nur die Immobilien sehen, die der Makler im Portfolio hat, sondern ich kann immer alle Immobilien sehen. Wenn sie im MLS sind, also wenn sie öffentlich eingestellt wurden. Pocket Listings, die nicht mal ins MLS schaffen, wirst du da nie sehen. Also von daher, okay. Und es gibt auch Karten, wo man alle gleich findet. Also es ist transparenter. Es ist viel transparenter. Ja. Die Zinssprünge in den USA sind teilweise also noch stärker, als wir sie aus Europa kennen. Nee, das ist auch nicht ganz richtig. Die Zinsen waren hier schon viel höher die ganze Zeit. Wir haben Business Loans, also Geschäftskundenkredite, da ist keiner unter 4% gewesen. Da waren sie in Europa noch bei 1% oder unter 1%. Und natürlich, wenn du jetzt hörst, 6% ist viel, aber wenn du überlegst, wir kommen von 4, 4,5 und sind jetzt bei 6, 6,5 und in Europa kommst du von 0,75 und bist jetzt bei 4, wo ist der Anstieg größer? Wir haben bei den Fixzinsen sind wir aktuell bei rund 6,5%. Yep. Ähnlich ist es auch bei den variablen Zinsen. Wenn man dann alles einberechnet, sage ich jetzt mal, muss die Mietrendite schon mal mindestens 8, 9% betragen, um da eigentlich an europäische Verhältnisse wieder ranzukommen. Wo bekommt man denn? In welche Städten sollte man denn investieren? Wo bekommt man solche Mietrenditen und wo ist auch langfristig Potenzial? Weil ich sage, ich kaufe jetzt in Buffalo, da werden Leute abwandern aufgrund der Kälte. Genau, welche Städte? Wo muss ich hin? Als Beispiel, wo bekommen wir diese Renditen? In New York bekommen wir sie auch nicht in Manhattan. Mhm. Und wo lohnt sich das Ganze? Wie du sagst, es geht von ruralen Gegenden. Rural? Das ist sehr Englisch, oder? Irgendwo in der... Gibt es das Wort im Deutschen überhaupt, rural? Der USA bis hin zu den begehrtesten Plätzen der Welt am Central Park in New York City. Generell kann man sagen, dass die Weltstädte, und wenn wir da jetzt New York nehmen, Los Angeles, San Francisco, Silicon Valley, Chicago, Miami, Chicago, Seattle. Oh, wir spielen Stadt, Land, Fluss, guck mal. Seattle, wobei Miami würde ich da eher in eine zweite Kategorie packen, dass diese Städte renditetechnisch meistens nicht sehr attraktiv sind. Also nur um hier ein bisschen eine Einordnung zu geben, die Miete in Manhattan für eine Einzimmerwohnung, sagen wir mal 50 Quadratmeter, mag zwar schnell bei kalt 4.000 bis 5.000 Dollar liegen. Steile These, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das zu überprüfen. Ach ja, guck mal. Solo in Manhattan, hat er gesagt, ne? Manhattan, New York City. Da wollen wir was mieten. Und wir wollen ein Schlafzimmer bzw. Studio haben. So, und was haben wir denn hier? Da oben, West Bronx, muss man jetzt nicht unbedingt wohnen. Gehen wir hier runter, wenn wir sagen, begehrteste Wohnlage, hat er gesagt, ne?
Zweieinhalb. Das ist eine magische Grenze hier. Guck mal, 2,5 für ein Studio-Apartment. Also auch Studio heißt, du hast kein dediziertes Schlafzimmer, sondern bist in dieser Wohnung direkt im Zimmer, da wo du auch schläfst, wohnst du auch. Also ja, ich würde fast sagen, begehbarer Kleiderschrank, aber wenn man unbedingt in New York City wohnen möchte und muss, dann geht das hier für 2.500 schon mal los. Ich schätze mal, nach oben wird die Nummer offen sein, ne? Ja, genau, geht's schon ein bisschen mehr hier. Guck mal, 3.000, also da geht schon mehr. Nach oben ist da, glaube ich, viel Luft, aber mit 4.000, 5.000 fängst du da nicht an. Da gibt's für 2.500 eine Menge zu wohnen und auch relativ zentral hier. Okay. Also, diese Aussage ist schon mal busted. Bei einem Kaufpreis von 800.000, 900.000 Dollar ist... Hui. Auch das lässt sich doch schnell mal überprüfen. Wir sind immer noch in Manhattan. Wir wechseln hier einfach mal auf For Sale. Für eine Wohnung, für die ich vielleicht 2.500 kriegen kann, zahle ich 200.000 bis 300.000. Das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Guck mal. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben 12 mal 2.500 sind 30.000 und sagen jetzt, wir nehmen unsere 300.000, die wir hier haben, durch die 30.000, sind wir bei einem Faktor von 10. So, zurück zum Interview. Wo gibt es denn einen Faktor 10 in Europa? Also wir reden hier gerade von New York City. Auch diese Aussage, würde ich sagen, ist schwer haltbar, ne? Und bietet dann auch nicht mehr. Und was zahle ich der Bank dafür? 6-7%? Und der Bank zahle ich 6-7% Zinsen. Das heißt, die negative Cashflow. Genau. Interessant wird es in jenen Regionen, wo wir ein sehr starkes Wachstum haben. Und das sind auch die Regionen, wo ich persönlich investiert bin. Das ist vor allem der Großraum Dallas in Texas. Also sowohl Dallas als auch Austin. Klar, Austin. Wo auch sonst? Sind beides Städte, die in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten Jahren jetzt extrem stark gewachsen sind. Was folgt auf extremes Wachstum? Ach ja, ein extremer Fall. Sind die Städte immer noch attraktiv? Ah, mal schauen. Ich glaube es nicht. Wir haben sehr viele Menschen von Kalifornien, die dorthin ziehen. Also ja, die zogen alle dahin, aber da gibt es auch schon wieder eine Wegbewegung. Vielleicht sagt er das ja auch noch dazu. Dort sind wir aktuell noch so, dass die Kaufpreise relativ erschwinglich sind. Was kostet man jetzt eine 50 Quadratmeter Wohnung? Genau. Gutes Beispiel, was kostet eine Einzimmerwohnung für einen Single in Dallas? Kann man aktuell rechnen mit ca. 170.000, 180.000 Dollar. Genau. Ist ja nicht so, dass wir hier weit weg vom Internet sind, ne? Dallas, Texas, kostet ein Bedroom-Apart. Okay, es kommt hier auf die Gegend an. Wo auch immer man hier investieren möchte, wenn wir jetzt diesen ganzen Raum hier nehmen, geht es bei 75.000 los. Das kann sein, dass das keine guten Gegenden sind, das kann abgefatzte Gegenden sein, was auch immer, aber die Aussage, dass es mit 180.000 hier losgeht, nee. Fazit, es gibt eine Menge unter 200.000 hier, eine ganze Menge, sogar unter 100.000. Auch Downtown, aber Downtown will man nicht wohnen, oder? Na, selten. In normaler Lage jetzt, kommt natürlich darauf an, immer wo. In den USA haben wir ein bisschen anderes Verständnis auch von zentralen Lagen und dezentralen Lagen. Also die zentralsten Lagen sind oft nicht die besten. Also oft will keiner in den Downtowns leben. Jein. Also ja, Downtowns sind selten attraktiv, kommt aber auch wieder darauf an, auf die Stadt. Philadelphia hat eine sehr alte Old City, also eine alte Old City ist ein bisschen doppelt gemoppt. Das ist auch lohnenswert und lebenswert eigentlich. Also man hat schöne Bars, Restaurants, alles in fußläufig erreichbar. Aber ja, es gibt auch Gegenden, da willst du Downtown nicht wohnen. Und auf der anderen Seite gibt es auch wieder Hochhäuser mit abgesperrter Garage, wo du mit dem Auto reinfährst und nichts von der Welt draußen siehst und den Skyscraper eigentlich auch nie verlassen musst. Also sowas gibt es auch. Und da wohnen auch viele reiche Leute Downtown. Also verallgemeinern würde ich das nicht. So, was bekommt man Miete dafür? Genau, was bekommt man Miete für sowas hier? Guck mal, da geht's. Das ist von hoch. Ne, wir gehen von low to high. Ui, das ist ja niedlich hier, guck mal. Bedroom für 375, 400, 500. Also da gibt's schon eine Menge zu wohnen, wenn wir jetzt hier mal richtig reinscrollen. University Park. Ja, also
Das sind doch überschaubare Mieten hier. Das ist ja nicht, da brichst du dir keinen ab. Das sieht auch gut aus, guck mal. Was sagt er, was man da bezahlen muss? Bei der Miete ist es so, die sind in den USA natürlich immer so wie bei uns auch, inklusive Betriebskosten. Warum? Warum? Die Miete ist immer inklusive Betriebskosten. Ja, warte mal ganz kurz, jetzt überlege ich mal über unser Portfolio und aus den Investoren hinweg, wo ist die Miete inklusive Betriebskosten? Ach ja, nirgends. Die meisten Häuser, es gibt ein Haus, das sind die Kosten, da gibt es eine Pauschale nochmal für Nebenkosten, aber das ist auch dediziert, ist nicht in der Miete drin, also die Aussage stimmt, keins der Häuser hat in der Miete inkludiert die Nebenkosten. Die Mieter haben eigene Wasserzähler, die Mieter haben eigene Stromzähler und eigene Gaszähler. Das heißt, es ist alles separiert. Da ist nichts inkludiert in unserem Portfolio. Also ich verstehe jetzt nicht, warum die generelle Aussage kommt, in den USA sind die Nebenkosten immer mit in der Miete. Stimmt nicht. False. Baste. Betriebskosten sind sehr hoch. Also die sind in der Regel $400-500. Nein. Nein. Warum? Für seine Wohnung und das ist noch ohne... $500 Betriebskosten. Also wir reden hier von Strom, Gas und Wasser. Für eine Wohnung, für eine Ein-Bedroom-Wohnung. Nee, haut nicht hin. Also allein die Stromkosten hier an der Ostküste zum Beispiel, vielleicht ist das ein Texas-Ding, also korrigiert mich, wenn ihr das besser wisst, aber hier an der Ostküste kostet eine Kilowattstunde Strom aktuell zwischen 7 und 15 Cent, Dollar-Cent. Dann noch ein paar Grundgebühren obendrauf. Wasser ist relativ günstig. Vielleicht ist das ja in Texas teurer, mag ja auch sein. Gas, nee, super günstig. Also woher kommen jetzt $500 Nebenkosten bei einer Ein-Bedroom-Wohnung, wo du nur ein Taui Miete bezahlst, wenn überhaupt? I don't get it. Die Kosten? In New York eher $1,000. Ja, eher $1,000 oder sogar noch mehr. $3,000 schon mal gesehen. Ja, fünf, mach noch einen mehr. In Dallas für eine Einzimmerwohnung kann man Kaltmiete, also ohne den Betriebskosten, rund 1.500 im Monat verlangen. Das ist fast 10% mit Rendite. 9 bis 10% Rendite, 6 bis 7% Zinsen. Von der Mietrendite könnte man jetzt wieder sagen, ähnlich unterm Strich wie in Europa. Ähnlich wie unterm Strich in Europa. Also wir kriegen mehr Netto-Mietrendite hier mit unseren Objekten im Schnitt hin, als alle unsere Investoren brutto uns gezeigt haben, was sie mit ihren aktuellen Häusern in Europa machen. Also was ist denn das für ein Vergleich? By the way, wenn ich dasselbe an Rendite mache, hier in den USA wie in Europa, warum soll ich denn dann hier in den USA investieren? Warum macht er das dann? Weil sich die Städte verdoppeln oder was? Verstehe ich nicht. Da würde ich sagen, man hat hier zumindest ein großes Wachstumspotenzial. Also doch. Weil man da eine starke Zuwanderung hat. Genau, weil es sehr starken Zuwachs hat, weil es erwartet wird, dass die schnellst wachsende Stadt in den USA ist und weil es nicht verwunderlich wäre, wenn man da einfach einen Preisanstieg von 30%, 50%, 60% hätte. Ach komm, 80%, 90%, mach 100%. 60% Preisanstieg, woher denn? Warum? In 10 Jahren haben. Welche Städte sind sonst noch interessant? Ansonsten Austin. Ja, klar, Austin. Also auch in Texas, südlich von Dallas ist Austin. Austin ist eine attraktive Stadt. Also Austin ist aus meiner Sicht alles andere außer eine attraktive Stadt hier in den USA. Warum ich das meine, ich habe dazu mal ein Video gemacht, wo ich den Großraum Austin mit dem Großraum Philadelphia, aber auch mit Berlin in Deutschland einfach mal verglichen habe aufgrund der Renditen, die man da wird erzielen kann. Also wenn dich das Video interessiert, das blende ich dir mal hier oben ein. Schau dir das mal an und dann siehst du auch anhand der Zahlen, warum ich Austin überhaupt nicht als Investitionsstandort empfehlen würde. Aber hey. Das ist der Hotspot, sagt man, wo viele aus Kalifornien hinziehen. Austin, warum ist Austin so geil? Wie kann man das denn jetzt rausfinden, ob Austin wirklich so eine attraktive Gegend ist? Guck mal. Gehen wir hier auf redfin.com/news/data-center. So, und in diesem Data Center kannst du dir einfach mal die ganzen Marktdaten für jede Metropolregion hier in den USA anschauen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal Austin an, ob das so eine wirklich gute Gegend ist. Dann nehmen wir den Median Sales Price, also den nicht Durchschnitts, aber den Median Verkaufspreis der Häuser und schauen uns an, wie die Preisentwicklung der letzten Jahre war. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, da ist er wirklich abgegangen. Also von 368.000 auf 488.000. Okay, das sind 44% year over year im Vergleich zu 2020.
Schauen wir uns 2022 an. Da ist er auch nochmal 23% angestiegen. Okay. Also, was so krass ansteigt, kommt auch wieder runter. 2023, hier sind wir schon bei minus 18%. Das heißt, wer letztes Jahr das Haus gekauft hat, der hat jetzt schon einfach nur durchs drauf sitzen und drinne wohnen Geld mit diesem Haus verloren. Ebenso hier unten ist es schön deutlich, wenn wir uns die Preisentwicklung angucken, Jahr über Jahr, also Jahr für Jahr in dem gesamten Bereich Austin. Ja, da ist es irgendwie ein Kellerkind hier. Guck mal, das geht nach unten. Also wer letztes Jahr gekauft hat oder vorletztes Jahr oder das Jahr davor, der hat faktisch Geld vernichtet in Austin. So, schauen wir uns das Ganze nochmal für Dallas an. Vielleicht sieht das ja besser aus. Naht. Dallas hat dasselbe Problem. Minus 6% aber nur. Also Austin ist krasser gewachsen, aber auch wieder krass nach unten gekommen. Also die Korrektur findet gerade statt. Ich würde jetzt noch lange nicht in Austin investieren, aber hey, ich bin ja auch, ja, ich gebe ja keine Investment-Tipps. Gut, mal sehen, was er noch zu Austin zu sagen hat. Ja, es gibt in Amerika viel mehr Naturkatastrophen. Ja, das ist ja auch ein größer Kontinent, wenn man das alles, naja, egal, komm. Das sind ja auch gar nicht mehr versicherbar, aufgrund von Buschfeuer, Tornados, Überflutungen und Florida. Das ist richtig. In Florida zum Beispiel waren 5 riesengroße Versicherungen, von denen sind 3 aus dem Markt komplett ausgetreten. Das heißt, die haben alle Versicherungspolicen beendet, haben den Leuten gesagt, wir versichern dich nicht mehr und versichere dich doch woanders. Wenn du jetzt da in Florida einen Kredit laufen hast, die Bank hat als Verpflichtung, dass das Haus versichert sein muss. Du kriegst aber keine Versicherungspolice gerade mehr. Beziehungsweise musst du den 2 verbleibenden Großen gehen und dir dort ein Quote holen, also eine Versicherung holen. Und die kannst du dir vielleicht auch nicht mehr leisten. Weil, warum gehen denn 3 große Versicherungen aus einem Markt raus? Nicht, weil es so ein guter Markt für die ist, sondern weil die halt was erwarten, was sie nicht bezahlen können oder wollen. Und irgendeiner, ja, der wird die Story da bezahlen müssen. Also, im Endeffekt, der Versicherungsnehmer. Deswegen steigen in Florida die Versicherungen. Die werden aktuell noch vom Staat gestützt, aber hey, warte mal 1-2 Saisons ab mit Hurricanes. Was meinst du, wie viel Geld der Staat da noch übrig hat? Dann steigen auch die Steuern. Aber hey, geht mal alle schön nach Florida. Ganz besonders mit. Genau. Hurricanes, genau. Sturmfluten, steigender Meeresspiegel. Genau. Toll, ja. Es gibt toll, ja. Eine Gegend in den USA, wo man nicht irgendwelchen Naturgewalten ausgesetzt. Ja, das nennt man Natur. Das ist einfach so. Texas hat auch immer wieder Überschwemmungen. Texas hat Tornados, hat Überschwemmungen, im Süden haben auch Hurricanes. Also es gibt kaum eine Region, wo man sagt, okay, da ist es das ganze Jahr über ruhig. Warum? Weil oft auch sehr überschaubare Wetterereignisse die Infrastruktur ein bisschen ins Wanken bringen. Ja, weil ja alle nur Streichholzhäuser bauen und dünnste Dächer haben und jeder Windsturm das Haus umpustet. Ah, sind wir wieder beim US-Bashing à la Kronenzeitung oder Bildzeitung angekommen? Hm, Freunde. Also in manchen Städten braucht es nur 3-4 Tage Starkregen. Definiere Starkregen. Also wenn es hier regnet, regnet es mehr als im Normalfall, was ich aus Deutschland kenne. Also wenn es hier regnet, dann regnet richtig lange, richtig viel und das kann keine Kanalisation halten. Also, aber hey, bashen wir mal weiter. Und schon gibt es Überflutungen, weil das Wasser oft nicht entsprechend abläuft. Ja, Sodom und Gomorra hier. Dass das Land überhaupt noch steht. Und das ist ein Risiko, was natürlich bei allen Immobilien in den USA... Und das hat man in Europa nicht. Da muss man keine Versicherung machen. Da gibt es keine Unwetterkatastrophen, Hochwasser, Stürme, Hagelschaden. Gibt es nicht. Beachten muss. Und in den meisten Fällen kann man sich dagegen ordnungsgemäß auch versichern. Punkt. Weil es ein Risiko ist, was jeder eben hat. Aber in Florida wäre es sehr teuer, sich zu machen. Aber wie du sagst, es gibt Gegenden, wenn man davon ausgehen kann, dass regelmäßig das Haus verschwindet, dann ist das... Regelmäßig das Haus verschwindet. Eieieiei. Ruhig bleiben. Entweder nicht mehr versicherbar oder nur unter sehr hohen Kosten. Und du hast ja noch weiter in Amerika hast du ja sowohl hohe Grundsteuern als auch hohe Instandhaltungskosten und Betriebskosten. Doppel what? So ist das so. Genau, also. Nein. Steuern sind sowohl auf Bundesstaatsebene als auch dann auf County-Ebene ein Thema. Also als Immobilieninvestor zahlst du Steuern für das Objekt. In dem Schulbezirk, in dem das Objekt steht, zahlst du hohe Steuern. Ist das eine gute Schule, kannst du mehr Miete verlangen. Zahlst du wenig Steuern, ist die Schule vielleicht nicht so gut, weil die Lehrer nicht so gut bezahlt werden können und die guten Lehrer in die Gegenden gehen, wo mehr bezahlt wird. Ist wenig Polizei am Start, wenig Infrastruktur, ähnliches. Also mit den Steuern vor Ort zahlst du die Infrastruktur vor Ort. So, und das ist nun mal auf dem Haus.
Du zahlst auch noch Transfer Taxes, also wenn du ein Haus kaufst, na klar, zahlst du den Transfer vom vorhergehenden Eigentümer auf dich. Da kriegt der Staat seine 1-2%, je nach Bundesstaat. Und dann zahlst du jedes Jahr eine hohe Grundsteuer. Na, Grundsteuer nicht, eine School Tax ist das. Und eine County Tax und was auch immer das für ein Bezirk ist. Und das variiert natürlich nach Bundesstaat. Deswegen, die USA hat nicht den US-Immobilienmarkt. Das variiert halt. Genauso wie Deutschland nicht München ist oder Berlin ist und die Preise von Düsseldorf hat. Es gibt nicht den deutschen Immobilienmarkt, der dieselben Preise hat. So gibt es auch nicht den US-Immobilienmarkt, der dieselben Preise hat. Also das ist von Region zu Region einfach mal unterschiedlich. Da es 50 Staaten sind, gibt es hier auch 5-mal Immobiliengesetze und 50-mal Immobiliengesetze und auch 50-mal Steuerrecht. Und das heißt, sie sind wirklich überall anders in den USA. Punkt. Richten sich in der Regel nach dem steuerlichen Grundstückswert und sind wirklich eine Art Vermögensteuer, die man bezahlt, dafür, dass man eine Liegenschaft besitzt. Wie hoch ist denn 1-2% des Kaufpreises? Ungefähr. Oder teilweise noch mehr sogar? Also mehr als 2% selten, aber zum Beispiel dort, wo ich meine Immobilien habe, da liegt es bei knapp 1%. In Texas? Es ist dann meistens so, dass eben die Städte oder die... Also wie gesagt, das variiert. Bevor ihr eine Immobilie kauft, einfach mal schauen. Zillow gibt ein gutes Gefühl erstmal, wo die Steuern sind oder waren. Und wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, geht ihr auf die Webseite von den jeweiligen Counties, in denen sich diese Objekte befinden. Und da gebt ihr die Adresse ein und dann seht ihr ganz genau, was ist der Steuermessbetrag für dieses Haus, für dieses Objekt im letzten Jahr beziehungsweise fürs aktuelle Jahr. Und das sind die verlässlichen Zahlen. Also alles transparent, einsehbar. Und das hier noch einen Zuschlag haben. In Texas haben wir besonders hohe Property Taxes. Dafür ist die Bemessungsgrundlage in Texas nicht so hoch, wie es jetzt zum Beispiel in Kalifornien der Fall ist. Und wieso sind die Betriebskosten in Amerika so hoch? Ja. Richtig, erklär mal, warum soll das so sein? Betriebskosten sind deswegen so hoch, weil der Markt für Immobilien und auch die Nachfrage ganz anders strukturiert ist. Die Betriebskosten sind so hoch, weil die Nachfrage nach Immobilien anders strukturiert ist. Wie holt denn den jetzt wieder rein hier? Die Menschen haben hier ganz andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein Mehr-Apartment-Komplex auszusehen hat. Man hat dort in der Regel ein Tor, eine Gate. Wir haben mehrere Mehrfamilienhäuser und Apartment-Komplexe. Und wie viele Tore und Türen haben wir zum Komplex? Keins. Also, nein. Community, man hat es. Gated Community. Falsch. Also, nicht 100% der Amerikaner leben in gated communities. Mich würde echt mal die Zahl interessieren, wie viele es tun, weil so hoch ist die nicht. Die Mehrzahl der Amerikaner wohnt nicht in gated communities mit einem Pool und einem Wachmann. Also das ist falsch. Falsch. Securities als Wächter. Ja, Securities, man genau. Hat in der Regel eigene Anlagen nur für die Hausbewohner. Also das, was wir in Wien... Also ja, es gibt es. Es gibt diese gated communities, wo du draußen, ich will nicht sagen sozialen Brennpunkt hast, aber so draußen ist eine andere Welt. Dann gehst du durchs Tor mit Ausweis, mit Anmeldung und allem drum und dran und kommst dann in eine grün gepflegten Anlage mit großem Swimmingpool, der leer ist und schönen Häusern, frisch gemähten Rasen. Das gibt's natürlich, aber das ist nicht der Otto Normalverbraucher und nicht der Otto Normalbewohner und Bürger der USA, der in sowas wohnt. Also das ist falsch. Das ist nicht die Regel. Das ist die Ausnahme. Beispiel bei den... Ja, vielleicht in Florida, aber er redet ja von Texas hier, ne? Türmen sehen, dass man da einen Concierge hat und dass man da eigentlich einen relativ hohen Overhead hat, hat man in den USA eigentlich in nahezu jedem Gebäude. Hat man überall hier, das ist einfach so. Es lebt ein bisschen von... Naht. Tradition, dass sich die Bewohner eines Hauses eben auch in ihren eigenen Anlagen zurückziehen. Also es gibt... Die Communities, die ich kenne, in denen das die gated sind, da gehen die Leute sogar in den Country Club noch, weil sie nicht in der Anlage schwimmen gehen wollen. Die sind dann auch für teuer Geld Mitglied in einem Country Club und gehen dann da schwimmen oder gehen dann da irgendwie ins Fitnessstudio. Also in der Anlage selber, ja, weiß ich nicht. Also das, nee, kenne ich nicht. Und ja, dazu kommen noch natürlich die Tatsache, dass, also spielt ein bisschen in das Thema Energiekosten noch rein. Also wir haben hohe Nebenkosten, weil wir hohe Energiekosten haben. Nochmal, wir reden hier an der Ostküste von einem Strompreis von 7 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Ja, wir haben Atomkraftwerke und das ist relativ günstig. Also $500 Nebenkosten bei einem Ein-Bedroom-Apartment, was er vorher gebracht hat, das Beispiel. Boah, das ist echt dünn. Da hauen ja die Zahlen überhaupt nicht hin. Also
ja, wenn du am 1. des Monats den Wasserhahn aufdrehst und am 30. wieder zumachst, dann kommst du auf solche Zahlen, vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber im Normalfall hast du keine $500 Nebenkosten bei einem Ein-Bedroom-Apartment. Wo soll das herkommen? In den meisten Gegenden im Sommer Klimaanlage natürlich. Klimaanlage, ja, aber Ostsee auch. Also Texas vor allem. Ich absolut Pflicht ist und die läuft natürlich den ganzen Tag. Läuft Tag und Nacht. Und dadurch, dass die Energiekosten noch vergleichsweise gering sind, gibt es da auch toll, ja, wenig Bedarf, Energie zu sparen. Na, auch nicht richtig. Nicht jeder hat das Geld, sich irgendwie da die Klimaanlagen rund um die Uhr laufen lassen zu haben und sonstiges. Also die Leute sparen, wo sie können. Wenn eine Klimaanlage notwendig ist, wie zum Beispiel in Texas, wie zum Beispiel in hohen Gebieten, in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit und ähnlichem, dann läuft die einfach. Dann muss man das bezahlen, aber die Leute sparen schon, wo sie können. Und auch unsere Mieter fordern effiziente Geräte ein und würden auch gern mitsparen. Also von daher, das ist einfach wieder eine pauschale Aussage. Die Amerikaner sparen nicht, die wollen alle nur ihren Strom verschwenden. Sie fahren alle Trucks und, ach ja, sie wohnen alle in Streichholzhäusern. Kronenzeitung, oh, Bildzeitung für die Deutschen. Wie schaut es denn aus mit den baulichen Zuständen? Ach, jetzt kommen wir zu den Streichholzhäusern. Weil viele sagen ja, zum Beispiel manche Häuser, starker Sturm, werden weggefegt. Mhm. Ist das überall so oder gibt es da große Unterschiede? Worauf muss man da aufpassen? Mhm. Ist natürlich auch wieder in jeder Region anders, wie die Häuser gebaut werden. Hat auch viel mit dem Klima zu tun. Und was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt in Amerika Immobilien kaufen will? Was sind da die Hürden? Was braucht der mal alles? Ja, genau. Sag also ich glaube, wichtig ist, sich wirklich mit dem amerikanischen Markt gut auseinandersetzen. Und so wie ich vorher gesagt habe, wer Richtung Dubai spekuliert oder anderen südlichen Gegenden, der könnte das genauso gut in den USA machen, mit einer deutlich besseren Rechtssicherheit, mit einer besseren Finanzierungssituation auch. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, eine gute Immobilie zu finden, die Gegend gut zu kennen, vor allem auch den ZIP-Code. Also in Amerika spielt die Postleitzahl, der ZIP-Code, eine sehr große Rolle, weil je nachdem entscheidet sich auch, wo man seine Kinder in welche Schulen schickt. Wenn du ein Haus zum Investieren in Texas kaufst oder hier in Philadelphia, dann schickst du doch nicht deine Kinder auf eine Schule hier. Was ist denn das für eine Aussage? Wie viel Eigenkapital braucht man circa? 30%? Also, Amerikaner sind es grundsätzlich gewöhnt mit sehr wenig Eigenkapital. Ja, und Deutsche tragen alle Lederhosen und tanzen Schuhplattler. Das ist doch Blödsinn. Wenig Eigenkapital, ja, ist vollkommen richtig, und zwar bis 2008. Da gab es sogenannte Ninja-Loans. Und Ninja steht für No Income, No Job or Assets, also Ninja. Das sind die Leute, die als Taxifahrer $800,000 Kredit bekommen haben, ohne Sicherheiten. Gab es bis 2008, gibt es seitdem nicht mehr. Also du musst schon 20% mitbringen, um hier einen Kredit zu kriegen, und ein Downpayment von 20% musst du leisten. Ja, es gibt Optionen, weniger als 20% Eigenkapital mitzubringen, sogenannte FHA-Loans. Also zu FHA-Loans habe ich mal ein Video gemacht, das nennt sich House Hacking, findest du jetzt hier oben eingeblendet, aber das ist nicht der Regelfall. Also FHA-Loans ist eine Ausnahme, das sind vom Staat besicherte Kredite. Das ist nicht die schiere Masse der Immobilienkäufer, die mit solchen Krediten finanziert. Die Masse der Immobilienkäufer bringt 20% Downpayment mit. Ist einfach so. Je nachdem, was der Credit Score sagt, manchmal auch bis zu 25%. Aber hey, sogar als Ausländer, als Investor, kannst du hier bei einer Bank, beziehungsweise bei einem Länder, muss keine Bank sein, 25% Eigenkapital mitbringen und kriegst den Rest als Kredit. Genau, das geht auch. Naja, mal schauen, was er noch sagt. Vielleicht stellt er es ja noch richtig. Finanzieren und noch lange bevor es bei uns üblich war, mit 10% oder weniger zu finanzieren, war das in den USA total üblich. Ja, bis 2008. Als Ausländer in den USA kann man rechnen, dass man eher Richtung 30-35% braucht. Es sei denn, man findet... Nein, 20-25% reichen, je nachdem, mit welchem Länder du sprichst. Weg, dass eine europäische Bank eine Immobilie in den USA finanziert, vielleicht auch mit einer grundbücherlichen Besicherung in Europa. Wait. Grundbücherliche Besicherung einer US-Immobilie in Europa? Also ich glaube, er meint eine deutsche oder eine europäische Immobilie als Sicherheit hinterlegen und dann mit dem Geld in den USA einkaufen gehen. Ja, die Variante gibt es, aber ist schon ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge erklärt, oder? In Amerika werden sie es wahrscheinlich nicht besichern. Also das heißt, als Beimischung zum Portfolio kann sich so etwas durchaus lohnen. Aber es ist natürlich auch weit weg, aber Dubai ist auch recht weit weg. Absolut. Also okay, zu Dubai will ich jetzt nichts sagen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Oder Zypern, da bin ich raus. Aber bei USA... Boah, da hätte ich mir jetzt von dem Gerald echt irgendwie ein bisschen mehr Hintergrundrecherche gewünscht, beziehungsweise der Gesprächspartner, das ist jetzt schon ein bisschen dünn. Also jetzt, wenn er ein paar Wohnungen da in Texas hat und dann sagt, das ist das Maß aller Dinge
Und die Investitionen bzw. die Renditen, die sind dasselbe wie bei Immobilien in Europa. Oh, da muss ich ja nicht in die USA gehen. Also da hätte ich mir jetzt vom Titel her echt mehr erwartet und vom Inhalt natürlich ein bisschen weniger Kronenzeitung und ein bisschen weniger Bildzeitungsniveau von den Buzzwords. Aber hey, wir halten fest, die USA sind das Land der Stürme, Überflutungen, die Häuser werden hier schnell weggepustet, die Leute wohnen in gated communities, ach ja, und du musst als Europäer 35% Eigenkapital mitbringen. Oh. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten richtigen Video. Bis dahin.